Alter, Kalle Benita, du bist meine Kuh. Komm mal ein bisschen Milch, bitte. Ein bisschen Milch für den Latte. Komm, mein Klein Benita. Eieiei, das kann ich nicht, ne? Kaya, der macht das, glaube ich, ein bisschen besser als ich. Gras kannst du doch selber mähen. Das stimmt, XYZ. Ich habe, das stimmt, hast du recht. Ne, jetzt habe ich 200. Jetzt habe ich 200 Flocken für Gras ausgegeben. Naja, was willst du machen? So, komm, Benita, komm! Wir müssen nach Hause, sag mal, Mädel. Es regnet! So. Wir werden die Kuh schön nach Hause führen. Wo wohne ich denn überhaupt? Ich glaube, wir müssen noch eins weiter. Ich glaube, wir müssen noch eins weiter. Die Sichtverhältnisse werden immer schlechter. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie auch noch ankommen hier. Benita! Komm! Das gibt's doch gar nicht. Gras kann man schnell selber mähen, das ist richtig. Okay, so. Ach, hier vorne, guck mal, hier ist dieser Pfeiler. Da müssen wir die Kuh hinführen. Benita ist immer noch hinter uns, richtig gut. So, da komm mal hier rüber, meine kleine Kuh. Das Ding ist, ich habe noch nie in meinem... Wer von euch hat schon mal eine echte Kuh gemolken? Und vor allen Dingen, die Kuh hat Hörner. Kann das sein, dass das ein Kerl ist? Nee. Weibliche Kühe haben auch Hörner, oder? Glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe, die kommt hier durch bei den Trecker. So. Komm. Ah, der will schon wieder saufen, ne? Das ist nicht so gut. So, ich trinke mal hier ein bisschen was. Okay, also Kuhstall. Ja, ich weiß auch nicht. Wir müssen mal gucken. Also hier ist irgendwas... Hier ist die Melkstation, wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Ich höre mal auf zu führen. Und wir werden mal... Ja, wo machen wir das hin, Leute? Vielleicht hier draußen auch? Weißt du? Hier die Futterschale hier draußen einmal hin? Alter, was ist das für ein Riesending? Ah! Wie kann ich das denn drehen überhaupt? Kann ich das überhaupt irgendwie drehen, sag mal? Ja, ich weiß, du bist hungrig, ne? Meine kleine Kuh. Ich stelle es einfach mal hier hin, so. Hier. Zack. Ohohoho. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich mach mal da was rein, so ein bisschen Gras. Ach, die Kuh frisst! Es funktioniert! Lass die Kuhflüsterer am besten nicht in den Regen stellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Aber wo willst du es sonst hin machen, ne? Wie kann ich das mitnehmen? So. Nicht in den Regen stellen. Hier vielleicht dran? Warum kann ich das denn eigentlich nicht drehen? So, ich mach mal hier das einfach an die Wand dran. Ich hoffe, das funktioniert. So, guck mal, hier haben wir da so einen kleinen Unterstand und so. Ich mache jetzt hier ein bisschen Zeug rein. Ach, eine Handgranate. Na klar, wir machen einfach eine Handgranate rein. Äpfel können wir auch noch reinmachen. Nee, Äpfel geht nicht, okay. Das Ding ist voll. So, kann ich dich jetzt irgendwie melken? Noch nicht hungrig, das ist gut. Kalbsgeburt. Alter, ich weiß nicht, soll ich eine Kalbsgeburt machen? Melke? Ich brauche zuerst einen leeren Eimer. Den haben wir! Den haben wir, den Eimer. Warte mal, wir melken jetzt mal diese Kuh. Achso, wir müssen auch mal ein bisschen hier ein bisschen aufräumen, ne? Also die ganzen Handgranaten machen wir mal raus. Ey, wir haben so viele Handgranaten, Leute. Wir können die ganze Stadt in die Luft sprengen, wenn wir wollen. Mal ein paar Gewürze machen wir hier raus. So, das kommt weg. Bestätigen. Das hier. Alles raus. Alles raus erstmal. Das Heu müssen wir mal gucken. Wir können uns bestimmt noch irgendwo eine eigene Kiste. Das behalte ich mal. Könntest bestimmt noch irgendwo eine eigene Kiste bauen, weißt du? Munition, ja. Ja, die Hacke brauchen wir auch nicht eigentlich. Ich räume noch mal ein bisschen auf. So, Munition machen wir auch erstmal weg. Das Gewehr, weiß ich nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt demnächst erstmal nicht jagen. Habe ich hier eigentlich noch Körner? Nee, okay, alles klar. So, ich habe einen Eimer. Trinke aus Eimer. Eimer ist leer. Benita! So, pass mal auf. Wir machen mal hier... Führe mehr. Also, wir machen jetzt Milch. Ah. Ach so, was soll ich jetzt machen? Ah, okay, verstehe. Warte mal kurz. Ey, meine kleine Kuh. Nicht wegrennen. Hä? Warum rennt denn die Kuh weg? Komm mal mit hier. Ich glaube, wir müssen mal das Scheunentor zumachen hier. Ich glaube, wir müssen mal das Scheunentor zumachen hier, du. Komm her, du alte Kuh. So, wir schließen alles ab. Die alte Kuh, die wollte wegrennen.
So. Okay, wir müssen auch einen Trecker wegfahren. Getriebe wechseln. So, jetzt müsste es gehen. Wie kann ich denn hier rückwärts fahren, Leute? Keine Ahnung, der Trecker ist kaputt. Ist egal. Ich versuche dich nochmal zu melken. Du musst zärtlicher sein. Ich probiere alles, ich gebe alles jetzt, Leute. Pass auf. Also. Da sind zwei Maustasten, glaube ich, ne? Haben wir es? Muss ich noch zärtlicher sein? Digga, was stimmt denn mit der Kuh nicht? Die Kuh ist am Amoklaufen hier, die Kuh. So, ich probiere nochmal. Melken ist eine harte Angelegenheit, ne? Ist nicht so einfach, wie man denkt. Vor allen Dingen hat das nur eine Zitze, das Tier. Muss das so sein? Ich glaube, so geht's, oder? Immer im Rhythmus. Ha! Haben wir jetzt Milch eigentlich? Habe ich überhaupt eine Milchkanne? Man darf nicht so schnell hintereinander, okay? Hier ist eine Milchkanne. Kann ich da was reinmachen? Nee. Ist da Milch drinne? Ich glaube, das ist leer, oder? Ah, hier ist die Milch. Okay, alles klar, alles klar. Wir haben hier viele Eier, die lassen wir mal alles schön ausbrüten. Hallo, Epsa, einen wunderschönen guten Morgen. Okay, warum habe ich eigentlich unten ein Pferd angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Folgt mir die Kuh noch? Nee, alles ist gut. Was sagt denn eigentlich der Kohl? Noch 45 Stunden. Okay, alles klar. Kohl ist gut. Hallöchen. Ist sie nicht süß? Bin ich da? Feuerholz könnten wir eigentlich noch mal ein bisschen hacken, ne? Das können wir noch mal machen nebenbei. Ah, ich habe keine Hacke. Warte mal. Es ist nämlich auch bald wieder Winter. Das ist das Problem. Wir gehen noch mal ein bisschen Holz verarbeiten. Holz hacken. Wo ist meine Axt? Hatte ich nicht... Ach, hier, guck mal. Wir haben hier jetzt eine Axt. Okay, alles klar. So. Wir brauchen irgendwie eine Kiste für das Tierfutter. Habe ich hier irgendwo noch... Guck mal, wir haben hier einen großen Stall auf jeden Fall noch. Vielleicht können wir den auch aufmachen. Ist das ein Kuhstall? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Milchkanne. Hier ist aber auch keine Kiste, die wir irgendwie nehmen könnten, oder? Eine Vorratskiste, wo wir es reinpacken können, ist hier leider nicht... Können wir eine bauen, sag mal? Kleines Tor, großer Zaun. Ey, wir könnten natürlich ein Gehege auch bauen für die Kuh. Das wäre natürlich auch geil, ne? Das wäre auch gut. Ja, pass auf, dann machen wir das Zeug einfach hier rein. So, zack, fertig. Die Axt habe ich. Wir werden jetzt ein bisschen Holz hacken gehen. Wir brauchen einen großen, epischen Baum. So, die Axt ist da, Leute. Die Axt ist da! Wie wär's denn hier mit dem? Oh, hier ist ja noch, hier liegt ja noch Holz rum. Ja, das ist ja super. Da brauchen wir ja gar nicht so viel hacken. So. Zack, zack, zack. Hier nochmal ein bisschen. So, nochmal ein bisschen drauf knödeln hier. Was haben wir da noch? Hier ist auch noch ein Baumstämmchen. Oha, ich weiß gar nicht, soll ich in die Hocke gehen? Ich glaube, das geht besser, ne? Wir müssen halt schauen, dass wir nicht überlastet sind, aber ich glaube, das funktioniert soweit alles. Dann fällen wir mal hier dieses Ding. Ich hoffe, der fällt in die richtige Richtung. Ich habe ein bisschen Angst, dass er auf mein Haus drauf fällt, aber wir werden sehen. Naja, Kasimir meckert schon wieder rum, ne? Der will Alkohol trinken. Ich würde gern etwas Feuriges trinken, sagt er. Och, das ist die richtige Richtung. Glaube ich. Bonti, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön, das ist nett. Vielen, vielen Dank. So, wir entasten erstmal hier so ein bisschen. So. Es ist einfach, dass wir ein bisschen Winterholz haben, ne? Das ist sonst relativ schwierig, ohne Feuer zu überwintern. Da komme ich nicht hoch, oder? Okay, dann müssen wir hier vielleicht einmal außen rum. Wir müssen auch die Türen geschlossen halten, dass nicht wieder hier unsere... Okay, soweit passt das. Dass unsere Kuh nicht flieht. Ich glaube, wir brauchen einfach einen Kuhzaun. Ich glaube, wir sollten einfach einen Kuhzaun machen. So. Hier noch ein bisschen klein machen. Ah, der müsste eigentlich jetzt auf die andere Seite... Oh, oh, oh. Ja, genau, auf die andere Seite kippen. Okay. Spanne ein vor allen Dingen. Also man könnte das Holz auch wegtragen mit einem... Vielleicht auch mit einer Kuh.
Vielleicht können wir auch irgendwas für die Kuh sparen. Vielleicht brauchen wir gar kein Pferd. Ja, vielleicht können wir die Kuh als Transportmittel benutzen. So. Ein bisschen was hacken. Also eigentlich reicht ein Baum komplett für den Winter. Oha. Wir sind minimal überladen, glaube ich, Leute. Ich mache mal hier zu. Wie viel tragen wir denn? Oh, 79 Kilo. Ist egal. Wir werden das hier trotzdem noch zerkloppen. Wir brauchen Feuerholz für den Winter. Ich weiß nicht, was ist. Ich glaube, wir haben Sommer. Es ist sehr warm. Das heißt, der Herbst wird auf jeden Fall noch kommen vorher. Oh, jetzt sind wir aber extrem langsam. Als ob wir einen Bären tragen. Aber wir sind es ja gewohnt. Ja, wir sind ja gewohnt, so langsam zu laufen. Übung macht den Meister. Eieiei. Ich bräuchte eine Übungskuh, bei der ich offstream noch melken üben kann. Ich hätte da eine Idee. Aber ohne Scheiß, ne? Ich glaube, die Hühner vermehren sich jetzt schon. Guck mal, das eine Huhn trinkt Milch. 1, 2, 3, 4 Hühner haben wir. So, das nehme ich nochmal mit. Alter, wie viele Baumstämme haben wir denn hier noch? Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen noch mehr Baumstämme einsammeln. Und ich gehe schon mal zum Hackflock. Hallo, Benita. Oh, bist du süß. Oh, die ist so niedlich. So, und jetzt müssen wir natürlich das Feuerholz noch hacken. Wir haben jetzt die Scheite mit, aber wir müssen jetzt natürlich hier so, zack. Na, weißt du wie? So funktioniert das. Immer schön in die Mitte. Ich finde, es fehlt eine Hofkatze. Oh, eine Katze wäre auch richtig geil, ne? Soll ich auch mal versuchen, die Kuh noch kalben zu lassen? Vielleicht haben wir ja gleich zwei Kühe. Das wäre natürlich super gut. Aber ich glaube, dafür muss ich die Kuh richtig pudelwohl fühlen. Ah, guck mal, es wird schon schwerer. Wird immer schneller, aber es geht noch. Wird auch schon dunkel. Den haben wir verkackt, leider. Ich weiß auch nicht, wie lange unsere Axt noch reicht, ne? Also, jedes Mal, wenn wir erfolgreich draufhauen, wird das Ding ein bisschen schneller. Und wenn wir einmal verkacken, wird es wieder zurückgesetzt auf die langsamste Stufe. Das macht es dann wieder ein bisschen leichter, aber dauert natürlich auch länger dann, bis das Holz gehackt ist. Ja, also höchste Konzentration hier. Ja, wir haben so viel Feuerholz, so, da können wir das ganze Dorf mit beheizen. Wenn ich nicht sofort was unternehme, trifft mich der Schlag. Was denn für ein Schlag? Jetzt hau ich nur noch daneben hier. Ich habe einen richtigen Tatterich, glaube ich. So. Also eigentlich sehe ich überall ganz gesund aus. Ja, es ist nass. Wir sind alkoholsüchtig. Oh, fuck, ich muss ja echt mehr auf das Minigame achten. Wie viel Holz haben wir denn noch? Ich glaube noch ganz schön viel, oder? Ich glaube noch richtig viel Holz. Hallo Schwabel! Schwabel, grüß dich! Oh nein, schon wieder verkackt. Wie viel Holz haben wir denn noch? 21 nur noch? Wir sind fleißig weiter dabei am Holzhacken. Wir, weißt du, wir wappnen uns schon wieder für den Winter. Wir werden wieder viele, viele Äpfel ernten. Ich habe Kohl angebaut. Wir haben Karotten, habe ich, glaube ich, verkauft, ne? Karotten haben wir leider verkauft. Fleisch haben wir auch noch ein bisschen. Ich könnte natürlich gucken, ob ich das Fleisch brate, ne? Wir könnten uns so Wurststullen machen, eventuell. Zurzeit leben wir sehr vegan. Sind wir eigentlich verloren, wenn du verkackst? Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn ich daneben haue, dann ist der Holzscheit weg. Also, dann ist ja der Stamm weg. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich habe gehört, es ist ungesund, so wenig Wodka zu trinken. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Nee, krank sind wir nicht. Krank sind wir gar... Oh, der ist wieder verkackt. Krank sind wir, glaube ich, gar nicht. Alter, guck mal, wie grün das auf einmal ist. Kann es sein, haben wir jetzt irgendwie einen Perk freigeschaltet? Sind wir jetzt hier Level Up oder was ist hier los? Das war doch sonst nicht so grün. Das war doch sonst nicht so grün. Kann auch sein, dass die daneben liegen. Wir müssen noch mal gucken. Hä? Das war doch sonst niemals so grün. Nee, da liegt nichts daneben. Wir haben 200 Holz, haben wir erfolgreich gehackt. Er ist krank. Vielleicht ein paar Pillen nehmen. Nee, ich glaube nicht, dass wir krank sind. Du bist wieder nüchtern. Ja, das ist gut. Ach so, deswegen. Ah. Das ist doch das Laserschwert von Luke Skywalker. Ja, so wird in der Zukunft Holz gehackt. So, geh mal weg, Flauschi. Ich muss hier durch. Digga, auf einmal sehe ich einen Schatten vom Teufel, aber es war nur die Kuh. Okay, Flauschi trinkt ein bisschen Milch. Ist in Ordnung. Ich müsste hier nur mal kurz vorbeischleichen. Och,
Ja, stell dich einfach im Weg, Benita. Ich muss hier durch. Flauschi, ne? Die alte Sau. Trinkt schon wieder Kuhmilch? Und wir müssen auch irgendwie Butter herstellen. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen können oder ob wir ein Gerät dafür brauchen, um zu buttern. Milch haben wir. Also ich werde jetzt mal das ganze Feuerholz hier in den Ofen reinballern. So. 200 Stück. Alles rein. So, da haben wir schon mal wieder was. Kann ich jetzt Butter eigentlich hier machen? Brot, Klappstulle, Butter. Ja, guck mal. Wir haben gebuttert. Wir haben 10 Butter haben wir hergestellt. Das gibt's doch gar nicht. Was sagt denn unsere Quest hier? Unsere Butterquest. Frische Milch. Hol eine Kuh. Melke eine Kuh. Oha. Oha. Okay, wir sollen ordentlich Kuh melken, glaube ich. Wir müssen noch viel mehr Kühe melken. Die Butter kommt erstmal hier wieder rein. Brot haben wir nicht mehr, ne? Wir können uns keine gute Schinkenstulle... Wir haben ein bisschen Brot, aber nicht so viel. Ich werde einfach mal ein Huhn braten jetzt, weißt du? Wir braten mal uns ein Hühnchen. Ich mach mal Feuer an. So. Schönes Hühnchen machen wir hier auf Platte 1. Habe ich nicht einen Huhn? Ich glaube ja. Brühe. Gebratener Fisch. Ist das Huhn nur dafür da, um Brühe zu kochen? Kann das sein? Ja, das ist ja schlecht. Da braten wir Fisch. Ich brate Fleisch. Wir braten ein bisschen Fleisch. So, hier braten wir auch nochmal Fleisch. Warte mal. Das geht, glaube ich, schneller, wenn wir das Fleisch so braten. Haben wir noch irgendwo Fleisch? Rührei. Oh, Rührei können wir auch machen. Ne? Ich mache nochmal ein bisschen Rührei fertig. So. Richtig am Kochen heute. So, nimm mal raus. Alles klar, Rührei ist fertig. Ich würde gerne Fleisch noch machen, aber warum geht das denn nicht? Ach, hier. Hier ist Fleisch. Okay, alles klar. So, Fleisch machen wir hier hin. Wir machen hier auch nochmal Fleisch. Digga, ich muss jetzt aufpassen. Flaschi, du Verrückter. Du musst aufpassen, dass mein Fleisch nicht verbrennt jetzt. Der Chicken Dance am frühen Morgen, Leute. Ich habe leider kein Hühnerkostüm am Stissel. Stellt euch einfach vor, ich wäre ein Huhn. Ein Huhn. Huhn. Oh, schon fertig. Wie, das war der schon? Der Chicken Dance ist schon vorbei? Ach, Mensch. Oh, fuck. Ich glaube, das Fleisch war noch gar nicht fertig, ne? Jetzt habe ich hier so viel Fleisch... Plaschi, du bringst dich völlig durcheinander. Ich muss mehr Fleisch kochen. Also, gebratenes Fleisch einmal hier. Gebratenes Fleisch einmal hier. Gebratenes Fleisch einmal hier. Hafermeische. Haferkörner. Schwarzgebrannter. Oh, das ist natürlich alles gut, ne? Fleisch hier. Entferne gebratenes Fleisch. Ach, hier, hier können wir nochmal Fleisch braten. Die können wir nicht. Hä? Mir fehlt eine Herdplatte, glaube ich. Hier unten können wir noch Fleisch machen, ja sicher. So, okay. Es wird gekocht, es wird gekocht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Hallo, Vaping and Coffee. Moin. Groß. Coffee ist eine gute Idee. Ah, Vaping auch. So, das ist fertig. Ich mach mal ein bisschen Fleisch, weißt du? Ich mach einfach mal ein bisschen Fleisch fertig für schlechte Zeiten. Man weiß ja nie. Leafighter, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich von dir. Vielen Dank. Gut, dass ich gerade Frühstück gemacht habe. Warum das denn? Und wie geht's mit dem Kaffee-Vollautomaten? Hat es sich eingeliebt? Ey, Schwabbel, super. Also der Kaffee-Vollautomat, ich bin wirklich begeistert. Der Kaffee schmeckt besser als bei der alten Maschine. Bilde ich mir ein. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie neu ist. Die alte war vielleicht schon ein bisschen verranzt. Ne? Das könnte natürlich sein, dass es daran lag. Ich mache noch mehr Fleisch. Ne? Wir machen hier ganz viel Fleisch. Was ist denn? Kann ich ein Fleisch schon essen? Vielleicht geht es mir da ein bisschen besser. So, Alter, das macht natürlich richtig satt, ne? Das Fleisch macht natürlich richtig satt. Wir haben Siemens-Automaten uns geholt und zwar ein... Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ist zu lange her. Ich habe die jetzt schon eine Woche. Aber wirklich, also der Kaffeemaschine geht's gut. Es schmeckt lecker. Alles top, Dankeschön.
Ist das der Bär? Das Fleisch, das kann gut sein. Das kann gut sein. Wir braten aber nicht zu viel, ne? Wir machen das noch fertig und dann reicht erstmal hier im Braten. Eine Siemens. Ah, ich weiß das wirklich nicht mehr. Q500 kann das sein? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die Kaffeemaschine heißt. Ich hab's verdrängt, ich hab's vergessen. So, Holz haben wir genug erstmal für den Winter. Der Kohl blüht draußen. Was ist denn das? Ach, Rührei. Ha! Ich habe gerade gedacht, was ist das denn hier in diesem Glas drin, Leute? Was ist denn hier? Schadia haut ordentlich ein Resub raus. Schleier heißt das, glaube ich, ne? Schleier, ist das richtig? Schleier, vielen, vielen Dank für den epischen Resub im zweiten Monat. Dankeschön. Och, ist das nett von dir. Ihr seid ja wieder richtig Zucker heute, ne? Die Abozahl steigt, kann ich gut gebrauchen. Denn, ich brauche jede Kohle, die ich kriegen kann für den Umzug, Leute, ne? Ist natürlich so. Wir aber auch niemanden baiten. Wer kann, kann geben. Wer nicht, auch nicht schlimm. So, Rührei packen wir mal ein. Fleisch haben wir genug. Asche. Mit der können wir bestimmt auch noch irgendwas machen mit dieser Asche, ne? Die Glühbirnen müssen wir aufheben. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich guck mal ganz kurz. Wo haben wir das denn? Moderner Hof. Anschlüsse, das machen wir noch nicht. Wir brauchen noch 3 Glühbirnen, dann können wir die Quest endlich abschließen. Pass mal auf, wir gehen mal schlafen. Ich mache mal hier die Tür zu. Wir werden morgen früh die Kuh melken nochmal, auf jeden Fall. So, die Axt kann weg. Wir schlafen jetzt bis... Oh, bis 9 Uhr ist zu lange. Wir schlafen bis 6 Uhr, melken dann die Kuh. Noch 23 Fleisch. Ja, kann sein, dass es der Bär ist. Das kann sein, ja. Um 3 Monate hast du verlängert? Das gibt's ja gar nicht, ehrlich? Schleier, vielen, vielen Dank. Krass. Den fetten Rabatt ausgenutzt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Das ist geil. Ja, nice. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. Oh, fuck. Habe ich den Eimer? Ich habe den Eimer. Okay, wir gehen nochmal die Kuh melken, Leute. Warte mal, warte mal. Einen Moment. Ja, warte, warte. Hat die wir jetzt essen gehen wahrscheinlich, ne? Oder? Nee. Okay, wir versuchen die Kuh zu melken. Kalbsgeburt. Machen wir noch nicht. Hör auf zu führen. Ach, die kann ich jetzt gar nicht melken. Warum nicht? Oh mein Gott. Wir werden ein Kalb gerade zur Welt. Wir bringen Kalb zur Welt. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach loslasse und weggehe? Wie kriege ich denn diese... Oh mein Gott. Ach, wir haben eine Kuh geboren. Guck mal, die ist gleich. Es hungert ein bisschen. Ist nicht so schlimm. Wir haben genug zu essen. Ich hoffe, es kommt daran. Wir haben eine Kuh geboren. Die hat gekalbt. Ja, sicher. Oh, ist das toll. Das ist ja toll, ne? Wir könnten die Kuh treten. Das mache ich aber nicht. Happy Birthday. Ja, Mann. Oh, ist das niedlich. Und ich war dabei. Wie nennen wir denn jetzt die kleine Kuh, Leute? Ich muss nochmal Futter nachfüllen wahrscheinlich ein bisschen. Beziehungsweise, warte mal. Es gibt ganz... Für die neugeborene Kuh gibt es richtig schön lecker frisches Futter. So, hier. So ein bisschen was hier. So. Ja, stimmt. Also Gras kann man echt gut abmähen. Also da sind die echt dankbar. Das ist dankbare Esser, diese Kühe. Sollen wir mal ein bisschen Gras rein? So. Geil! Och, ist das niedlich, das Küchen. Eine Babykuh. Lasi Mini. Nein, das ist doch ein Weibchen. Ich habe schon Euter gesehen, oder? Ist da ein Euter dran? Hallo? Könnte alles sein. Der könnte auch ein Männchen sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, es ist ein Weibchen. Guck mal, hier ist ein Euter. Ach, schön. Eine kleine süße Kuh. So, pass auf, dann machen wir es hier rein. Können wir die andere... Ich versuche die andere Kuh nochmal zu melken. Und dann müssen wir Glühbirnen noch kaufen gleich. Das dürfen wir nicht vergessen. Glühbirnen sind sehr teuer. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Kohle habe. Wie viel Kohle haben wir denn? 800 Flocken. Das müsste reichen für 3 Glühbirnen. So, wir versuchen nochmal hier ranzugehen. Dritt, führe. Können wir nichts machen. Okay, pass auf. Dann lass uns Glühbirnen kaufen gehen. Alter, wir haben schon eine richtige Kuh. Ich glaube, wir sollten tatsächlich bald ein Gehege bauen für die Kühe, weißt du?
Noch wenige Jahre, dann gibt es Fleisch. Ah, Digga, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Wir können die Kuh ja auch schlachten, bestimmt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Leute. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also, oh, guck mal, irgendwas habe ich hier. Mir geht's nicht gut. Apathisch bin ich. Angenehme Wärme. Ich trinke mal eine Brühe. Bringt das was? Nee. Keine Ahnung. Hallo Doom Catlin, grüß dich. Was ist das hier für ein Alki-Game? Immer wenn ich reinschaue, bist du am Saufen oder der Charakter fragt selbst danach. Spielt das irgendwo eine russische Tiger? Nein. Das ist ein böses Vorurteil mit den Russen, ne? Wir sind in Polen, ist doch klar. Ja, sicher, wir sind in Polen. Da wird Wodka gerne getrunken. Okay, ich kaufe jetzt hier nochmal die Glühbirnen. So, und jetzt haben wir aber hier auch die Quest erfüllt. Jetzt versuchen wir, die mal abzugeben. Ich versuche mich ja schon zusammenzureißen. Ich bin ja schon weggekommen vom Alkohol, aber irgendwie... Ja, habe ich wieder angefangen. Was soll ich sagen? Es ist halt nicht so leicht, ne? Es ist halt nicht so leicht. Oh, 400 Flocken haben wir bekommen. Richtig gut. Reden wir... Er hat keine Quest mehr. Berechtigung. So, was können wir denn hier kaufen? Was können wir denn hier kaufen? Wir können natürlich jetzt schauen, wir können unser Grundstück ordentlich erweitern. Was? 10.000? Ach, hier dürfen wir Bäume abholzen. Kostet 1.000. Ist da überhaupt ein Wald? 6.000? Ist da überhaupt ein Wald? Dürfen wir da? Also wir dürften dann abholzen, aber eigentlich habe ich ja genug Bäume noch, ne? Ach, das gehört uns alles. Guck mal, bis zum See. Das ist unser Baugrundstück. Wir haben ja so viel. Guck mal, hier ist ja ein Zaun. Hier ungefähr. Und das gehört uns auch alles. Dürfen wir hier auch Bäume abholzen? Abholzen dürfen wir. Bauen dürfen wir aber nicht. Wir haben gar keine Baulizenz. Und keine Elektrizitätslizenz auch nicht. Okay, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Wir müssen jetzt, jetzt müssen wir wirtschaftlicher sein, ne? Also jetzt beginnt, jetzt hört langsam das Questen auf, jetzt beginnt langsam die Wirtschaftssimulation, ne? Wir brauchen Felder. Wir müssen verkaufen, wir müssen ein... Oh mein Gott! Warum greift der mich denn an? Ich wollte doch nur hier langlaufen. Alter, wir blocken alles weg. Ich war noch nie so ein guter Fighter wie jetzt gerade. Hast du gesehen, ne? Hast du gesehen? Komm, gib ihm einen mit. Ich bin der Kleine, ich bin links. Der mit der coolen Mütze. Oha. Komm, hau zu jetzt. Autsch, oh scheiße, ich glaube wir verkacken diesmal. Okay, oh Alter, ho, wir haben es doch geschafft. Oh, guck mal, der hat sehr viel Werkzeug. Das können wir natürlich alles instant verkaufen hier, das ist sehr schön. Das machen wir auch mal. Können wir dem Bier schenken? Nee, Bier möchte er nicht haben. Ey, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier an Geld kommen, ne, Leute? Ah, ich weiß, wer Bier mag. Der Priester, den haben wir aber schon gefüttert. Der hat schon genug Bier. Links ist Lasi, genau. Ich war der Typ mit der Fellmütze. Wo können wir denn Bier verschenken? Hier vielleicht an die Tierhändler. Fleisch könnten wir auch verkaufen, ne? Wer will kein Bier? Was ist mit dir? Magst du Bier, Kumpel? Honig mag er gerne. Aber wir haben keine Baulizenz. Wir haben keine Baulizenz. Das ist ein bisschen schade. Aber ich würde sagen, wir werden ein paar Äpfel verkaufen, ne? Ach so. Erstmal die Quest abgeben. Was haben wir denn jetzt bekommen von ihr? Okay, Kuhmelken haben wir noch. Den großen Fisch werde ich wahrscheinlich niemals. Den Fluch der Karotte. Liefer die Karotten. Digga, ich habe die Karotten verkauft. Ich habe die zwar geerntet, aber ich habe die verkauft. Wir brauchen Karotten. Wir brauchen neue Karotten, Leute. Die hatten nur 6. Wir müssen mehr Karotten anbauen. Wir müssen noch mehr Karotten. Oh nein. Ich gehe zu Anna.
Wir brauchen mehr Karotten. Es tut mir leid. Ich habe die verkauft, Leute. Ich dachte, wir brauchen die nicht mehr.